herzlich willkommen für die Partie gegen die Schweiz. Es war so ein bisschen das Schlagwort. Die letzten Tage hat man das Gefühl, ja, Erkenntnisse über Ergebnisse, eine Parallele auch, was Vladimir Petkovic immer wieder angetönt hat. Es geht darum, eben Entwicklungen ein bisschen anzuschieben. Was ist denn so das, die Erkenntnisse, die Sie hier erhoffen von der Partie gegen die Schweiz morgen? Also ich glaube, dass natürlich auch ein gutes Spiel werden kann und auch ein spannendes Spiel. Die Schweiz, finde ich, generell hat sich sehr, sehr gut entwickelt, einfach auch die letzten Jahre. Sie sind echt für alle Nationen ganz ernstzunehmende Gegner. Das zeigt schon auch, dass viele Spieler einfach auch aus der Schweiz in den großen Ligen überall spielen. In Deutschland spielen viele, fast die, weiß nicht, mehr wie die halbe Mannschaft. Und alle sind wirklich auch überdurchschnittlich gut in ihren Vereinen und sind Leistungsträger. Und das zeigt schon, was die Schweiz eben auch kann. Die Nations League ist ein guter Wettbewerb, finde ich. Das ist schon auch auf dem Niveau zu spielen. Spanien, Schweiz, Ukraine oder letztes Jahr Holland oder Frankreich, macht schon auch Spaß, aber man soll jetzt, sagen wir mal so, das alles nicht ganz so hoch hängen, weil das Turnier im nächsten Jahr ist wichtig und die Qualifikation ist immer für jede Nation wichtig und ich finde, Nations League kann man auch mal irgendwie was wagen, riskieren, kann auch mal ein bisschen testen. Das hat die Schweiz auch gemacht gegen die Ukraine, haben Sie sicher gesehen, ist höher gestanden, als man es sonst gekannt hat von der Mannschaft. Erwarten Sie sie morgen wieder in diesem Pressing? Im Vorfeld haben wir uns schon auch, sagen wir es mal, mit unseren beiden Gegnern echt intensiv auseinandergesetzt. Ich habe eigentlich Parallelen auch erkannt zwischen der Schweiz und zwischen Spanien, weil die Schweiz ist mittlerweile in der Lage, sehr gut nach vorne zu spielen, eine sehr gute Raumaufteilung, spiele echt einen schnellen Umschaltfußball. Die Schweiz, in manchen Spielen gehen sie früh, attackieren sie früh. Also ich glaube, dass beide Mannschaften morgen schon auch mutig spielen wollen. Was dabei rauskommt im Laufe des Spiels, muss man dann auch so ein bisschen fühlen als Trainer und sehen, weil es ist natürlich im Moment so, dass ja die Spieler nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Da muss man schon vielleicht auch Abstriche machen und manchmal auch einen Fehler akzeptieren, der passiert. Wenn die Schweiz, sollte sie wieder gleich hoch agieren wie gegen die Ukraine. Sie haben zwar ein gutes Umschaltspiel, was sie der Schweiz attestieren. Trotzdem hat man gesehen, wenn es rückwärts geht, dann gibt es schon den einen oder anderen Raum. Da haben sie extrem viel Tempo in ihrer Mannschaft. Ja, das ist war bei uns gegen Spanien auch der Fall, weil gute Mannschaften, die sind natürlich auch mal in der Lage, sich irgendwie zu befreien und mal einen guten Konter zu spielen. Du kannst noch so gut pressen, wenn du gegen Spanien spielst, vielleicht auch gegen die Schweiz oder gegen Deutschland, dann musst du auch damit rechnen, dass die Mannschaften sich mal lösen von hinten, mal schnell umschalten, mit überragenden Individualisten mal Chancen kreieren. Du kannst ja gegen solche Mannschaften oder gegen wen wir hier spielen in der Nations League nicht verhindern, dass es Torchancen für den Gegner gibt oder Torschüsse. Also aber trotzdem das Tempo, was Sie momentan in Ihrer Mannschaft haben, man weiß, die Physis ist so wichtig, aber denken Sie auch, gucken Ihren Spielen ab und zu, denken, ja, schon schön den Speed, den ich da auf den Platz bringen kann. Ja, bei uns fehlen jetzt noch einige Spieler. Wir haben natürlich vorne jetzt Spieler, die sehr schnell sind. Das ist natürlich auch eine unserer Stärken. Aber die Schweiz hat auch gute Spieler, hat auch schnelle Spieler. Also vor allen Dingen Spieler, die aus dem Mittelfeld immer in die Spitze gehen. Das muss man auch sagen. Das ist auch hohes Niveau, wenn man das sieht, weil das macht auch viel Gefahr immer für eine Abwehr aus. Also von daher hat die Schweiz im Spiel selber auch ein hohes Tempo, eine hohe Intensität. Wenn es gegen Deutschland geht von der Schweiz, dann ist jetzt auch vorhin, es fallen halt immer Worte wie Prestige. In der Schweiz wird einmal ein großer Wirbel drum gemacht, Sie kennen das. Wie nehmen Sie das denn wahr jetzt rein, diese Bedeutung des Spiels, auch wenn es Nations League ist, auch wenn es spezielle Zeiten sind halt? Das kenne ich natürlich, weil ich selber lange genug in der Schweiz war. Und wenn es gegen deutsche Mannschaften geht, natürlich Nachbarland und so, dann klar will man natürlich sich immer irgendwie natürlich auch profilieren, sich zeigen. Das ist natürlich auch immer für die Schweizer Spieler manchmal die Bundesliga ein gutes Sprungbrett und sowas. Da will man sich natürlich auch besonders beweisen. In der Nations League, die Schweiz ist mittlerweile auch in der Gruppe A, ist eigentlich auch bei den Top-Nationen im Fußball. Also man will natürlich so ein Spiel gewinnen. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß niemand so genau richtig, wo steht man denn eigentlich, weil manche Spieler, ich weiß nicht, in der Schweiz wird es vielleicht ein bisschen ähnlich sein, die sind erst ein paar Wochen im Training, haben überhaupt keine Wettkämpfe bestritten und bei uns kamen, weiß nicht, einige Spieler aus dem 2- oder 3-wöchigen Urlaub und die haben dann 2 Trainingseinheiten gemacht und gegen Spanien gespielt. Also bei uns hat man auch gemerkt, dass die Kräfte nachlassen, vielleicht auch bei der Schweiz, in der Ukraine und auch bei der Spanier. Wann wären Sie morgen, letzte Frage, ein zufriedener Trainer, wenn Sie was morgen sehen, wenn Sie einfach sehen, dass schon ein bisschen mehr gegangen ist in den paar wenigen Tagen und wann wären Sie morgen ein zufriedener Trainer? Intern habe ich einfach so ein paar
Themen nochmal aufgemacht, wenn ihr eine lange Pause gehabt und so. Und für mich ist wichtig, dass ich jetzt irgendwie als Trainer sehe, dass es so Entwicklungsschritte gibt. Ja. Das kann man von heute auf morgen nicht erwarten, nach 10 Monaten, dass alles irgendwie so schnell jetzt auch passiert. Aber es sind so ein paar Themen, habe ich gesagt, die möchte ich von der Mannschaft sehen, zumindest den Willen, das umzusetzen. Weil im nächsten Jahr steht unser Höhepunkt an und da müssen wir irgendwie auf den Platz gehen und sagen, diese Dinge können wir gut. Das ist mein Ziel und deswegen braucht diese Mannschaft braucht Entwicklung von uns. Jung, Umbruch und deswegen kann ich jetzt nicht immer gucken, nur auf Ergebnis zu spielen, auf Teufel komm raus. Das ist schon wichtig und das hilft natürlich auch, aber ich möchte Entwicklungen sehen in manchen Bereichen.